Sunday sei ganz herzlich begrüßt zum aktuellen Wochenaufstiegsreading von heute, dem 7. bis zum 13. nächste Woche, Samstag. Das ist auch der Neumond. Da haben wir dann den Fische-Neumond, also Sonne-Fische, Mond-in-Fische. Sehr stark emotional und spiritueller Mond. Von daher gibt es natürlich auch in diesem Wochenreading hier wieder gleich Mondrune in der persönlichen Botschaft. Und ja, wir haben starke Energien, ständig erhöht. Es passiert so viel, so wichtig. Bleiben wir in uns stark, standhaft im Herzen und ganz wichtig, positive Ausrichtung, Gedankenhygiene, sich immer wieder kleine positive Inseln bewusst suchen und vor allem dankbar, dankbar. Bitte, bitte, bitte seid dankbar für alles. Solange ihr noch atmen könnt, solange wir jeder Einzelne noch alles machen können, so weit wie wir es machen können, ist es wichtig, sind wir dankbar und segnen wir alles. Es gibt so viele schlimme Dinge, die jetzt geschehen, viele Menschen, die auch aufgeben, ja, von daher, bitte, bitte, bleiben wir wirklich im Fokus, im Herzen, nutzen wir Gebete, Karten, Kristalle, gute Düfte, ja, also ganz, ganz wichtig, bleibt in der Kraft und bleibt vorausschauend. Es ist jetzt so wichtig, dass wir einfach weitergehen und durch diese ganzen Energien natürlich, was jetzt ständig stattfindet. Wir haben sehr starke, dauerhaft wieder jetzt starke Sonnenflares durch den neuen Sonnenzyklus. Wir haben dadurch wieder sehr starke Phänomene, neue Phänomene auch im Erdmagnetfeld. Von daher, ja, löst sich, rüttelt es auch sehr viel verwirrende und chaotische Energien, auch sehr wechselhafte Energien, also dass sich Dinge auch ganz schnell ändern. Deswegen auch flexibel bleiben ist einfach auch das, der Standpunkt, in dem Sinne ein flexibler Standpunkt zu halten, genau, ganz, ganz wichtig. Und ja, nutzt auch den kommenden Neumond. Ich finde es immer sehr schön in der Fische, da kann man wirklich nochmal richtig schön tief reingehen und sich verbinden, nach innen schauen, mit der Seelenenergie sich verbinden. Und ja, dann geht es ja auch schon ganz stark auf unsere Tag- und Nachtgleiche dann zu. Da gibt es ja wieder ein Webinar am 20. Gerne kannst du da auch noch dabei sein. Genau. Ja, dann würde ich auch sagen, wir starten direkt rein. Ich habe diesmal für die Wochenbotschaft, ganz interessant, was da kommt, das Starseed Tarot gewählt. Syrian Starseed Tarot, so rum. Ja. Und das sind diese großen Karten. Du siehst hier eine blaue Andara-Pyramide. Und für dich persönlich kannst du gerne hier einen aus den Andaras wählen. Einfach schauen, in meinem Shop findet ihr all die Produkte, wenn euch das interessiert, oder auch Informationen dazu. Und da wählst du gerne aus deiner persönlichen Wochenbotschaft. Die roten Karten sind die Wisdom of the Oracle Cards von der Colette Baron Reed. Und mal seit längerem wieder ein wunderschönes Kartenset, das Herz verbunden mit der lichten Welt von der Christine Schölzhorn. Ganz wunderbar. Und dann eben die Runen da noch, die ich wieder ziehe. Und wir machen natürlich auch wieder eine Einschwingung, Klanggabel, Lemura-Gabel, die Herzfrequenz, die neue, und die Einhorn-Pegasus-Gabel. Ganz spannend. Und es passt auch sehr schön hier, denn die geistige Welt sagt uns auch hier für diese Woche, wir haben hier The Seeker of the Chalice und The Master of the Flame. Das heißt, es sind zwei sehr starke
Energien. Einerseits die Chalice stehen immer für die Kelchenergie, für die Wasserenergie, die Emotionen. Es geht jetzt um auch Neubeginn, der Suchende, also neue Gefilde auch für unsere Seelenenergie, unsere emotionale Energie. Ja, uns aufzuschließen, ja, also so ein Neubeginn, auch so ein Hingeben, Reinigung, aber ja, vielmehr so gucken, genau, was, wo führt mich jetzt meine Intuition hin, so ein Aufbruch, so ein Neubeginn, ja, Seeker of the Chalice ist wirklich der Suchende, der sich aufmacht, genau, nach neuen Emotionen, nach neuen emotionalen Erfahrungen, aber auch Erfüllungen, ja, dass wir jetzt einfach schauen, genau, was möchte meine Seele jetzt noch und auch was bereichert mich, wo führt mich meine innere Stimme hin, was belebt mich auch wieder, was lässt mich Freude und Leidenschaft im positiven Sinne erfahren, ja, also jetzt ist wirklich eine schöne Aufbruchszeit, also das heißt, vieles kommt jetzt auch Gott sei Dank wieder in Gang, auch die Geschäfte dürfen ja jetzt wieder unter Auflagen langsam öffnen und also so langsam geht wieder ein bisschen was vorwärts, das ist wunderbar, gerade jetzt eben auch mit diesem Frühlingsbeginn und ja, ist es schön, also hier auch neue Erfahrungen. Eben, es geht jetzt ja auch ganz viel hier, dass wir jetzt natürlich auch in neue Erlebnisse, neue Erfahrungen positiver Art, denn wir haben hier The Master of the Flame, wie ein Schamanen, ein Oberhaupt, ein Häuptling. Und die Flames, die Flammen stehen hier für das Göttliche, für das goldene Licht, für die göttliche Interventionen, für die göttlichen Fügungen, beziehungsweise auch die Meister, also hier wirklich die Aufstiegsenergie, die Meisterenergie. Das heißt, dass wir sehr hohe Energie haben, die uns beisteht, also über unser göttliches Ich Bin, unser höheres Selbst, dass wir uns jetzt führen lassen, das vereinen, ja. Also ich sage, wir bekommen jetzt so viel Unterstützung, wenn wir uns öffnen, positiv bleiben, sagen, genau so, wo geht es jetzt weiter, wo finde ich jetzt wieder Erfüllung auch, ja, in meinem Leben und welche Wege und neue Wege, neue Dinge jetzt auszuloten, zu schauen, zu probieren, ja. Und the Master of the Flame sagt uns hier auch genau, wir verbunden sein mit dem Göttlichen, ja, also ganz wichtig bei allem, was wir dann tun, immer im, ich bin im göttlichen Licht und ich bin das göttliche Licht und ja, das göttliche Licht führt mich und nährt mich und das bekommen wir dann auch, also ganz stark diese Leitung, Führung, Interventionen auch und ja, auch immer mehr, das ist ja das, was sich jetzt ja auch immer mehr manifestiert, auch um Manifestation geht es eben, was, wenn wir uns klarer werden wieder hier über unsere Gefühle und die Wege, die wir gehen wollen, Ziele, dann und das in Einklang bringen mit unserem göttlichen Selbst und unserem Seelenweg auch und darum bitten, dass wir jetzt auch wirklich nur noch die Wege gehen und genau die Erfahrungen anziehen, die wichtig und richtig für uns sind, jeden Einzelnen. Und dann geschieht es auch, dann haben wir diese hohen Frequenzen, die sich jetzt immer mehr verankern auf der Erde und zugänglich werden und wie gesagt, vielleicht auch in Form von Geistführern, aufgestiegenen Meistern, aber dass wir natürlich auch selber in diese Meisterschaft kommen, ja, mit der göttlichen Kraft, diese Energie der Gefühle, der Emotionen zu klären, aber auch, die brauchen ja eine Anleitung, dass wir eben nicht in diesen Wirrnissen hin und her schwanken, sondern eben, dass uns diese Feuerenergie, die göttliche Energie hier auch eine Leitung gibt, eine Führung gibt für unsere Emotionen und Gefühle und das Ganze, was jetzt da so alles passiert, ja, in jeglicher Hinsicht, ja, an allen Ebenen. Und das ist schön, also das so in Einklang, also das ist wirklich wie so, ja, diese Führung, wenn wir uns darum auch bemühen und das auch tun und unsere Schritte und unsere, ja, auch ein bisschen so diese Selbstdisziplin natürlich auch ins Göttliche rein, dann
können wir hier wirklich das schön in Einklang bringen und ja, neue Erfahrungen und auch viel mehr öffnen, sagen sie, an unserem Gefühlsleben, dass wir nicht mehr nur noch so beschränkt sind mit diesen alten Emotionen wie Angst, Sorge, Zweifel, sondern hier geht es dann wirklich darum, dass wir die andere Seite erleben. Erfüllung, Freude, ja, wieder dieses Prickeln, ja, zu wissen, ja, genau, das ist es doch und das möchte ich und das, ja, treibt mich an, das gibt mir auch wieder einen Sinn, das gibt mir irgendwo wieder Lebendigkeit auch, ja. Und das hier eben so in diese Richtung zu bekommen, das finde ich sehr, sehr schön. Ja, also das passt jetzt sehr gut zusammen und gerne mache ich da mit euch jetzt nämlich die Einschwingung, dass wir hier auch uns verbinden mit den aufgestiegenen Meistern. Gerade hier mit der Aufstiegsenergie, das wären ja ganz viele auch hier wie Sananda, Jesus Christus, aber auch Serapis Bey, alle, die hier auch mit der Aufstiegsflamme und dem Aufstiegsenergie zusammenwirken und die Erzengel. Und ja, gerne nimm dir einen Moment, atme tief in dich ein und aus. Öffne dich über dein Herzzentrum. Öffne dich dem goldenen Licht deines höheren Selbst, deiner göttlichen Flamme in dir, die zu nähren, zu stärken. Ich bin göttliches Licht, göttliches Wesen in der Meisterschaft. Atme alle Chakren, Ebenen, Lichtkörper, Zellen, dehnen sich aus im goldenen Strahl, darf sich alles klären, in die göttliche Ordnung kommen jetzt. Ich rufe jetzt den goldenen göttlichen Strahl ein, der Vollkommenheit, der Fülle, der Reinheit, der Klärung und der göttlichen Ordnung. Ich bin eins mit meiner Seele und ich durchlichte nun alle meine Ebenen, die Gefühlsebenen, um ganz mich zu spüren, zu erfahren, mehr wahrzunehmen, tiefer wahrzunehmen. Klarer wahrzunehmen. Und meine Meisterschaft anzunehmen. Göttlicher Einklang, göttliche Ordnung jetzt. Goldenes Licht klärt, füllt mich auf, erfüllt meinen Geist, alle meine Chakren, mein Herz, bis nach unten durch mein Erdenstern zu Mutter Erde, in alle Ebenen, Bereiche, ins Erdgitternetz. Bin ich stark und fest in meinem Glauben? Bin ich stark und fest, geborgen, genährt und gehalten im göttlich goldenen Strahl? Ich bin. Und verbunden mit Gaia. Und alle meine Energiekörper und Felder harmonisieren sich, vereinen sich jetzt, werden genährt, durchlichtet, aufgefüllt. Goldenes Licht, Hoffnung. Ich bin die Hoffnung, der Glaube, der neue Morgen. Ich bin eins mit der Quelle, eins mit allen Aspekten meines Seins. Ich bitte um die Führung, um die Gnade und die Barmherzigkeit. Und füge mich meinem göttlichen Plan, meiner Seelenführung, meiner göttlichen Ich-Bin-Führung
Lade ein alle meine Meister und Engel, alle, die mich führen, geleiten. Komm in Einklang mit allen meinen Herzthemen, emotionalen Themen, meinem Körper. Surante tesana, teleya as arena, kes alei tumase. Spüre diese starke Vibration. Spüre die Kraft und die göttliche Macht und den göttlichen Willen in dir, deiner goldenen Herzflamme. Gestärkt, genährt. Wunderbar, nimm einen tiefen Atemzug. Verankere dich ganz über dein Herz in diesem goldenen Licht. Ja, und dann, ja, lass es wie diese neue Botschaft, der neue Morgen, die Hoffnung, der Glaube, ganz wichtig, dass dies gefestigt ist und wir in dieser goldenen Lichtflamme und unsere goldene Lichtflamme in unserem Herzen, unser Christus selbst, gestärkt und genährt werden. Das ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, das Allerwichtigste überhaupt. Jetzt, alles andere ergibt sich oder zeigt sich dann. Wunderbar, Marame, Segen. Wir starten jetzt in deine Botschaft, wenn du hier den blauen Opak Saphir, wunderbar, Erzengel Michael, ganz klar, auch ja, Mutter Maria natürlich, die blaue Energie, wunderschön, stärkend und beschützend und ja, auch der göttliche Wille. Die sind sehr schön. Schauen wir rein, deine Botschaft. Ja, und hier kommt schon, Between the Worlds. Also, du stehst auch noch momentan oder immer noch oder jetzt erst zwischen den Welten. Das heißt, vieles strukturiert sich um gerade bei dir. Das kann jetzt im Außen sein, natürlich wie auch in deinem Inneren. Ja, du verlässt die eine Welt, also die eine. Vielleicht lässt du etwas jetzt auch hinter dir oder, aber es ist noch so ein Zwischendrin. Ja, es ist so, du bist nicht mehr ganz, noch nicht ganz raus aus dem Vergangenen oder was bisher jetzt so war oder ja, da so bei dir geschehen ist oder was du bisher gemacht hast und aber auch noch nicht so ganz im Neuen drin. Das heißt, wirklich, du fühlst dich manchmal noch so geswitcht. Ja, das kann auch bedeuten, dass du viel oft dann mal wieder so Gedankengänge bekommst oder Emotionen so, dass man wieder so zurückblickt oder wieder so einen Schritt rückwärts geht oder denkt, ach Mensch, ja, oder die Beziehung oder der Job oder ach das oder jenes, ja. Also so ein bisschen wehmütig auch, also immer noch mal so ein bisschen hin und her. Und dann ist aber da schon das Neue, du spürst es ja schon in dir, ob das jetzt ein neuer Arbeitsbereich ist oder einfach ein neues Lebensgefühl, eine neue Art zu denken, ein Entwicklungsschritt. Ja, es ist auch so eben aus diesem einen Entwicklungsschritt in den nächsten Entwicklungsschritt. Und natürlich auch gleichzeitig Between the Worlds, dass du auch eben mit den Ebenen, dass du also auch ganz viel switchen kannst oder immer noch so momentan viel zu ein Übermittler bist oder ja, vieles halt wahrnimmst, also auch von den geistigen Ebenen, ja, also hier, dass du
dann spürst, ja genau, oh, das sind solche Energien und das sind jetzt neue Energien und dann bist du einmal auf der Ebene und dann fällst du vielleicht oder bist du dann wieder so mehr ein bisschen auf den früheren Ebenen, sage ich mal, ja, die noch ein bisschen niedriger geschwungen haben. Also immer so, du bist noch so hin und her, nicht Fisch, nicht Fleisch, weißt vielleicht auch jetzt noch gar nicht so genau, wie das sich alles zeigt oder koordinieren will und hast vielleicht aber auch schon Ideen oder Pläne. Aber wie gesagt, es ist noch alles so, es steckt noch so ein bisschen zwischendrin, das ist so die Schwelle. Es ist so die Schwelle oder die Brücke, über die wir gerade gehen. Und das ist so ein bisschen der Zustand, in dem du dich befindest. Und es kann auch manchmal so ein bisschen aufs Gemüt schlagen, weil man einerseits dann manchmal hat man so blöd denkt, ja, wow, das und ja, ich weiß doch genau und genau, dann ist man schon in der neuen Energie oder in dem neuen Plan, in dem neuen Geschehen persönlich. Und dann plötzlich von einem Moment auf der andere kommt wieder so ein Schwupp, ja, wo man dann wieder so eine Emotion fühlt oder es begegnet einem was oder irgendein Trigger oder eine Erinnerung und dann denkt man wieder so zurück oder an das und denkt, ja, auch oder doch nicht oder ach, das war ja auch und so, ne, so hin und her. Und das ist auch dann so ein bisschen, das wirbelt dann auch ganz schön, ja, so dass man so oft so ein bisschen schwankend dann auch ist, ja, das ist so, ja, wirklich, man fühlt sich auch so ein bisschen zerrissen noch, ja, so hin und her, ja, wobei die Richtung ist schon, stimmt schon, ja, so dass du gehst, du bewegst dich ja jetzt schon aus dem alten Feld raus, ja, oder aus einer Situation oder auch alten Mustern, ja, und kommst hier in eine neue, farbenfrohe Energie hinein. Ja, und da haben wir ja auch ganz stark dieses Türkis, ist ja auch dieser neue Leitstrahl, auch in der neuen Zeit, auch so ein Aspekt von Jesus Christus, die türkisfarbene Energie der Herzkommunikation, dieses Flamingo-Rot, ja, dieses Orangerot der Göttinnenenergie. Also, das sind ja ganz kraftvolle Frequenzen, Farben. Wow, und guck mal, es hat auch was mit Fülle zu tun. Da kommt nämlich auch die Füllekarte. Das heißt, du wechselst jetzt durch diese Entwicklungsschritte oder diesen nächsten Schritt, diese Veränderung, durch die du gerade gehst hier, ja, kommt jetzt auch wirklich viel mehr Fülle. Das bringt dich auch noch mehr in eine Erfüllung. Reichtum darf in dir wachsen und sich im Außen zeigen. Vertraue und zeige deine Größe. Wow. Das kann natürlich auch bedeuten, dass du bislang vielleicht immer noch so ein bisschen auf Sparflamme warst, im wahrsten Sinne des Wortes, und dich noch gar nicht so richtig mal hier in dein ganzes Potenzial oder in dein Licht gestellt hast, ja, und jetzt immer mehr merkst, ja, auch ein Füllebewusstsein muss sich entfalten, muss wachsen, will gepflegt sein, ja. Da hängen ja oft auch noch alte Themen dran oder Glaubenssätze, Muster, ja. Also da löst sich, da passiert bei dir ja gerade ganz viel. Und da noch mit hier, Michael und Mutter Maria, das ist ganz toll. Also auch wenn du manchmal dich da wieder so ein bisschen hin und her fühlst oder wieder denkst, ach nee, und man fühlt sich wieder so gefangen von dem, ja, Grauen hier, von dieser alten Energie oder des, ja, wo man ja jetzt gerade dabei ist, sich zu entpuppen oder rauszugehen, dass sich einem das mal wieder einholt. Dann denke mal dran, bitte, du bist dabei, das ist immer, das ist halt der Übergang, ja, das streift sich langsam ab, ja, so nach und nach, dein Gefieder hier wird in diese neue Frequenz eingeschwungen und ich sage auch immer lieber langsam, aber dafür dann richtig, als wenn man die Dinge vielleicht oft schnell geht, die Schritte oder und man hat sie nicht wirklich ganz durchgeleuchtet und ausgelotet und dann auch letztendlich wirklich ganz abgeschlossen, ja. Gib dir da auch die Zeit und ja, da erwartet wirklich, also da ist wirklich, da kommt jetzt wirklich mehr. Es ist mehr drin. Ich sage immer, ja, es darf auch gerne immer noch ein bisschen mehr sein. Mehr vom Guten. Nicht im alten Muster. Man sagt, oh, noch mehr von Schlimmen. Nein. Gerne noch ein bisschen mehr. Einfach mal sagen, ja, gerne, gib mir noch hier Nachschlag, ich nehme noch hier was
ne? Aber wie gesagt, im positiven Sinne an guter Nahrung, an guten Dingen segne ich auch meine Finanzen, mein Geld und sage auch wirklich immer genau, gerne, gerne darf sich alles weiter vermehren, das Gute. Ja? Von daher schauen wir mal rein. Ich habe schon zwei Runen gezogen und du hast auch wieder die Mondglyphen direkt. Beide, klar, das heißt, hier kommt auch eine Balance, eine neue Balance, eine neue, mit der Balance auch die Energie. Ja, also es geht hier auch um Energie zu balancieren. Ne? Auch in dieser Phase, in dieser Übergangsphase, da darfst du jetzt darauf achten, dass du eben hier schön im Ausgleich bist, also auch hier mit diesen Fülle-Aspekten, also auch das Geben und Nehmen in allen Bereichen, also auch im Geld, man darf dann auch mal empfangen, auch hier ja, wachsen und mal auch Ja sagen, empfangen dürfen, annehmen dürfen und ja, hier geht es wirklich weiter um Energiezuwachs, um Füllezuwachs, um Neues, was hier entsteht, ja, aber es wirklich immer achten, dass es, dass du gut in der Balance bist, ja. Wie gesagt, manchmal kann dann zu schnelle Schritte einem auch wieder aus der Balance bringen, ja, also wirklich, nimm es an, das ist auch noch da und aber du bist ja schon in der richtigen Richtung, du bist schon auf dem richtigen Weg. Und je mehr du jetzt dich da fokussierst und da weitermachst und dich nicht wieder da von dem Alten oder dem Grau da zu sehr noch beeinflussen lässt und dich aus dem Gleichgewicht bringen lässt, dann wird es richtig gut. Und wie gesagt, auch deine Energie wird hier wieder kommen. Das wird dir auch mehr Energie geben. Du kommst hier, Energie ist ja alles. Letztendlich ist ja auch eben Geld ist auch eine Art Energie. Ja, alles ist Energie. Und das finde ich ganz, ganz toll. Also ich finde auch die Kombi hier mit den Farben, den Energien ganz kraftvoll. Wunderbar. Wunderbar. Schauen wir die nächste Botschaft an. Ja, meinen wundervollen, seltenen, weißen Opak. Wobei er ein bisschen Aura Angel hat. Das heißt, man sieht im Licht wieder innen diesen goldenen Schimmer. Das ist jetzt hier in der Kamera nicht sichtbar. Also der leuchtet immer. Ich sehe es jetzt hier. Wenn ich nicht durch die Kamera schaue, hier wieder innen, hat er diesen Schimmer, wie so ein Goldlichtschimmer. Und es ist wirklich, wow, das ist wie pures Engelslicht, ja, der weiße Strahl. Ah, das ist so eine wunderschöne Energie, klärend, reinigend, aber auch so sanft, so umhüllend, so wie so ein Federbett, ja, das einem so auffängt, ja, also das ist ganz wunderbar, eine wunderschöne Energie hier und schauen wir mal rein, was da auch deine Botschaft ist und guck mal, du hast diesen hohen Schutz mit der weißen Aura, Angel-Energie und das heißt ja auch, hier sind natürlich auch alle vom weißen Strahl, auch Gabriel und Lady Hope, genau, also auch hier die Hoffnung, den Frieden, die Klarheit, die Reinheit. Denn es heißt hier, not for you. Hier sehen wir den Glückskeks, ja. Das heißt, du bist jetzt vielleicht an einem Punkt oder an einer Situation, wo du merkst, du kannst jetzt machen, was du willst. Du kannst dich noch mehr anstrengen oder das noch mehr wollen. Irgendwas gibt es da in deinem Leben, das ist nicht für dich. Das ist nicht für dich. Und das heißt es einfach jetzt, zu akzeptieren, zu erkennen, anzuerkennen, denn es ist so, nicht alles ist eben für uns und wenn wir noch Schattenanteile nicht erlöst haben oder immer noch wieder so ein bisschen, das sind so diese alten Muster oder auch noch so ein bisschen diese Ego-Anteile, wo wir dann immer noch denken oder glauben, Mensch, nee, das muss ich doch machen und das will ich doch eigentlich. Ja, aber ist immer zu wichtig zu hinterfragen, aus welchem Willen? Ist es wirklich der göttliche Wille? Ist es unser Seelenwille? Ist es unsere göttliche Absicht, was wir uns da wünschen oder kreieren wollen? Und wenn Dinge dann wirklich
einfach nicht funktionieren wollen, wenn wir irgendwie immer wieder das Gefühl haben, wir laufen gegen die Wand, ja, dass sich immer nur wieder Hindernisse, Blockaden, Schwierigkeiten, ja, bis hin wirklich auch zu unangenehmen Situationen mit Menschen sich zeigen. Also wenn das wirklich so vehement ist, so wie ein Aufrüttler, was uns eigentlich dann sagen will, du, jetzt guck doch mal hin, du willst hier einfach einen Weg gehen, der nicht für dich bestimmt ist. Dann heißt es auch mal, okay, stopp. Ja, stopp, ich muss stoppen, ich muss jetzt mal aufgeben. Also dieses Aufgeben, ja, nicht mich selbst aufgeben, sondern diesen Gedanken, dieses Ziel, diesen Wunsch oder wenn wir eigentlich schon merken, ach, das, aber es ist ja das Menschliche, dann denkt man, ach, wenn ich mich jetzt noch mehr anstrenge. Oder in einer Beziehung, dann klappt es dann doch wieder. Oder, ah ja, jetzt komm, jetzt probieren wir es nochmal. Und wenn wir das so machen oder so, und dann kann man das drehen und wenden und alle Möglichkeiten hin und her ausprobieren und irgendwie funktioniert es einfach nicht. Man merkt einfach, es bleibt schleppend, es bleibt zäh oder ja, man hat das Gefühl, man ist immer wieder irgendwie vor verschlossenen Türen, es geht nicht weiter, es ist einfach nur nervend und anstrengend. Und dann heißt es irgendwann auch dann zu erkennen, okay, ich surrender, ich lasse es jetzt los, es ist nicht für mich, ja, weil sonst eben sind wir immer weiter auf dem Holzweg und der bleibt dann auch holzig, ja, und genau das ist hier bei dir so, ja, hier so ein Punkt und das gilt es jetzt anzunehmen, anzuerkennen, denn gucke mal, oh, ist das schön, du hast die Mutter Maria bei dir und das Jesuskind. Wir breiten schützend unseren Mantel aus und führen dich zum Licht der Göttin, die du bist und die du in dir trägst. Also, finde deine wahren Aspekte, ja. Lauf nicht mehr diesen Dingen hinterher oder eben versuch sie da vehement durchzubringen. Wie gesagt, das kann jetzt auch im beruflichen Sinne sein, in der Beziehungsebene oder Projektidee, was auch immer. Let it go. Lass los, erkenne, das ist nicht dein Weg. Das ist nicht dein Weg. Finde deinen Weg, Mutter Maria ist bei dir und die kommt ja immer, das ist ja diese Trostenergie, diese Gnadenenergie, diese einhüllend und zu sagen, genau, da ist was anderes. Komm, ich nehme dich an die Hand, aber lass dich jetzt auch ein und guck mal dazu noch diese starke, hohe, eben sanfte Energie, wo dir ja auch hier auch das, dieses... Ne? Genau, kommt, ich bin doch, wir sind bei dir und wir hüllen dich ein und du lass doch mal diesen Gedanken, diese Idee endlich mal los und dann wirst du merken, dann öffnen sich Dinge, die wirklich für dich bestimmt sind. Deswegen, Einklang, göttliche Ordnung in allen meinen Bereichen. Ja? Da, wo wir im Einklang sind, kommt ein anderer Flow rein, dann spüren wir einfach, wie wenn ein großer Strom plötzlich, es ist plötzlich wirklich, wie wenn wir angeschlossen sind und plötzlich, wie auf Zauberhand, werden wir in so eine Richtung gebracht, wo wir merken, ah, okay, da fühlt sich's besser an. Das kann oft erstmal ganz subtil sein, aber es verändert sich was und wir spüren das auch in der Energie, dass sich was verändert hat, ja. Und dass wir irgendwie dann das Gefühl haben, ah, okay, jetzt bin ich wirklich an etwas Höheres, an mein höheres Selbst und mein Seelenweg angeschlossen, angedockt, ja. Und ich will nicht wieder hier nur mit meinem Kopf durch eine Wand oder etwas durchsetzen jetzt oder meinen, okay, aus sind ja auch so Prägungen. Du musst es doch dann dranbleiben oder du musst das fertig machen oder du musst dies, das. Wenn etwas nicht für uns ist, dann ist es wichtig zu erkennen, okay, no. Ich muss nicht die Dinge erfüllen oder beweisen von meinen Eltern oder von dem, jenen, wie auch immer, ja, sondern meinen Weg gehen. Und Mutter Maria zeigt dir das. Es hat auch ganz viel mit dieser, wie gesagt, Gnadenenergie zu tun und inneres Kind natürlich, auch dieser Mutterenergie. Das kann auch ein Thema mit der Mutter noch sein in dir, ja, so mit der weiblichen Kraft, dass wir auch dieses Erkennen, Annehmen, Fürsorge mit uns selber, eben, dass wir uns doch nicht immer selber noch gegen die Wand hauen, ja, unseren Kopf, ja. Also auch hier dieses Compassion mit uns selbst, ja, ganz, ganz wichtig. Also mach da mal für dich so ein kleines Gebet oder lass einfach, wir schauen mal rein, lass einfach los und ja, guck mal, hier kommt ja sogar noch Pallas Athene.
Hier kommt ja die weibliche Kraft nochmal, die Weisheit, die Führung, die Kraft. Die ist umgekehrt. Ja, guck mal, ist das schön. Die hat mal, ich glaube einmal, das, ups, hier, das Herz mit dem Punkt. Ich bin genau da. Also da brauche ich jetzt gar nichts sagen. Wow, ich krieg so Gänsehaut. Darum geht es. Komm zu dir selbst. Was ist denn dein Herzwunsch? Wo erfüllst du denn immer noch hier Aufgaben oder Bedürfnisse von anderen, weil die dir das irgendwo aufobturiert haben oder aufgeprägt haben oder gesagt haben? Hör auf dein Herz jetzt bitte. Dein Herz führt dich, dein Herz leitet dich. Ja? Das ist wirklich dieses Ich Bin, göttliches Ich Bin. Ja. Und auch diese Fokussierung auf dein Herzmittelpunkt in dir selbst, ja, und auch in diese weibliche Kraft hier, wie gesagt, mit Pallas Athene, also auch hier Weisheit, Balance, ja, dieser Anteile auch, ja, und wirklich genau in Frieden kommen, in Einklang mit mir selbst, ja. Und das ist genau diese Mutter Maria Energie. Das ist genau diese Energie. Wow. Wow, wow, wow. Und ich denke, du wirst es wissen. Also klarer, eindeutiger. Und es ist so schön. Also wirklich mitten ins Herz getroffen. Ja. Und du hast ja, du bekommst ja diese ganz hohe Unterstützung von Mutter Maria. Verbind dich mit ihr. Mach mal da Gebete oder Anrufungen und lass alles andere oder das sein, wo du das, was nicht für dich ist. Okay? Wow, das ist jetzt mal eine wirklich ganz, ganz tolle Herzensbotschaft. Sehr klar, eindeutig und sehr, ja, einfach. Schauen wir noch in die letzte Botschaft hier in diesem wunderschönen Light Green Andara. Ah, ich liebe das. Es ist auch so diese Frequenz der neuen Zeit, der Frühling, die Frische, die neue Energie. Ja, also auch hier mit den Naturwesen, den Lichtwesen und bringt auch so, der kommt hier auch so ein bisschen blass rüber, ist ein wirklich ein schönes, intensives, helles Grün. Ja. Ja, hier ist schon wieder ziemlich dunkel. Wir sind ja schon wieder am Nachmittag. Da ist schon wieder die Sonne weg. Und ja, der bringt hier diese frische Kraft, diese Erneuerung und auch so dieses positive Hoffnung, Freude, ja, auch ein bisschen so Aufbruchsstimmung. Oh, und hier geht es ums Schicksal, The Fates. So ein bisschen ähnlich auch wie hier. Nur hier geht es direkt jetzt um eine schicksalhafte Wende, um dein Karma, um dein Schicksal an sich, aber in dem Sinne positiv, weil du siehst hier, guck mal, das Mädchen ist, oder diese Elfe, die hat ja Flügel hinten, die guckt ganz zufrieden, sie ist voll mit lauter Lichtsternen und umarmt sich so und hat die Augen so in sich, aber mit so einem wissenden, ganz zufriedenen Lächeln zu wissen, ja, es ist alles gut. Ich habe es erkannt. Ich habe es erkannt. Ich weiß es. Ja. Das ist so die Ergänzung jetzt zu dem. Da ist schon zwar, ja, man spürt es zwar schon, dass das vielleicht nicht das Richtige ist, aber hier ist es ein ganz klares inneres Erkennen, ja. Dass da das, was jetzt so ist, ja, sich jetzt, dass man da auch an einem Wendepunkt ist. Auch Dinge, wo man sich vielleicht bemüht hat zu verändern, ob das jetzt, ja, verändern, wir versuchen ja, das ist menschlich, immer irgendwo auch andere, immer wieder irgendwo auch auf, ne, was Gutes zu tun oder fragen uns dann, Mensch, warum macht mein Partner, mein Mann, meine Frau oder der, die das immer noch so, ja, und man hat doch schon da alles immer versucht und dies gemacht und jenes. Manchmal ist es auch einfach, das zu akzeptieren. Ne? Hier geht es wirklich um etwas Höheres. Hier geht es auch um deinen Schicksalsplan, deinen Lebensplan, sowie auch ein
höheren Plan zu erkennen, es gibt auch etwas Höheres, was wir nicht immer aus unserem begrenzten Verstand, aus unserem begrenzten menschlichen Ich sehen können und fühlen können und wahrnehmen können. Und genau ist das auch so ein Punkt bei dir. Was das jetzt im Genauen ist, das wirst du wissen, vielleicht schon in dir spüren. Auf jeden Fall stehst du auch an einem Wendepunkt. Jetzt. Und besonders in dieser Woche. Ja. Und blicke nach innen. Genau. Umarm dich selber. Nimm dein Schicksal an und lebe auch nach deinem Weg. Nicht dem Weg der anderen. Oder wenn wir immer zu viel wurschteln in anderen Leuten, ihren Leben. Oder egal, auch wenn es die Familie ist oder wer auch immer, was auch immer. Weniger ist oft mehr. Bleib bei dir. Schau, was ist dein Weg? Was ist dein wahrer Beweggrund? Wo führt dich dein göttliches Ich bin hin? Was will dir deine Seele sagen hier? Ja? Was ist deine Position oder vielleicht auch Lektion, ja, in dieser Situation oder Beziehung, welcher Art auch immer? Ja? Das heißt es. Das hast du jetzt hier zu erkennen. Und dann auch einfach anzunehmen. Also auch hier ist so ein bisschen ähnlich. Akzeptieren und sein lassen. Sein lassen in dem Sinne, wir lassen es so, wie es ist, weil es nicht unser Bereich ist. Auch ein anderer Mensch, ein nahestehender Mensch, wie gesagt, welcher Art auch immer. Trotzdem, es ist sein Leben, seine Entscheidungen, seine Entwicklungsschritte und wir müssen auch mal lernen, nicht immer so viel auch im guten Sinne machen zu wollen, ja, sondern auch wirklich die Dinge mal und die Menschen sein zu lassen, bei uns zu bleiben, anzunehmen, zu gucken, genau, was kann ich denn für mich tun, was kann ich für mich ändern, um dass ich eben und damit automatisch mein Umfeld mehr in den Frieden komme und in den Gleichklang und meinen Lebensweg erfülle, meinen Lebenszweck, mein Schicksal. Und hier kommt noch die Blume des Lebens ergänzend dazu. Und ganz klar, guck mal, du liegst ja auch unter diesem Goldstrahl, hier ist auch ganz viel Gold und dieses Grün. Blume des Lebens, eben erkenne den übergeordneten Sinn, der in allem steckt und oft das wichtige Verbindungsglied zum großen Ganzen darstellt. Ja? Also verbinde dich mal mit diesem Muster, die Blume des Lebens, die ja in allem, das ist ja die Basic, aus dem allem alles entsteht. Und eben hier wirkt jetzt wirklich was Größeres. Ja? Also hier ist wirklich ein größeres Schicksalmuster und deswegen umarme dich, umarme dein Leben. Lass es geschehen einfach, bleib bei dir und beobachte, schaue, bleib in deiner Mitte. Ja, wir gucken mal rein, ja, welche Runen für dich sich zeigen. Und, und hier guck mal, die war umgedreht, das heißt die Engelsbotschaft, also auch die Flügel. Das heißt also auch hier, geh bitte mehr in Kontakt mit deiner geistigen Führung, mit den Engeln. Hier wird auch eine Botschaft kommen, du wirst eine Antwort bekommen auf diese Warum-Frage vielleicht, ja, oder eben formulier deine Frage in der Situation anders. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, Juno ist das, die Rune, das ist ja auch Juno ist Asteroid, also glaube ich jetzt so, ja, also ein, wird auch schon in der, also gerade mal gucken, das hat man ganz, ganz selten, in der Astrologie, Partnerschaft, genau, hier geht es um Partnerschaft, Juno ist Zwergplanet oder ich weiß, also irgendwie so ein kleiner Planet, der auch in der Astrologie mit einbezogen wird, Juno, Partnerschaft.
Also das kann jetzt aus geschäftlich, also beruflichen Gründen sein, aber auch beziehungsmäßig, liebesmäßig. Und hier geht es um wahre Gefühle. Also das auch hier eben, genau, wie ich sagte, da passt es perfekt. Bleib bei dir, denn entweder hat der andere noch Themen und man können nicht, na, ihn, wir können den anderen nicht bewegen, irgendwas zu tun oder sich zu verändern oder dies oder das. Es kann auch bedeuten, dass der andere eben immer noch nicht so ganz seine wahren Beweggründe zeigt oder auch noch nicht seine ganzen Gefühle so zeigt. Und der andere, der bemüht sich und macht und tut, ja, aber letztendlich merkt man dann, es erschöpft einen nur oder es geht dann doch nichts voran. Also achte auf die Zeichen, die Botschaften, wie hier wirkt, wie gesagt, was Schicksalhaftes, was Höheres. Bitte die Engel, gib es ab. Hier geht es auch ganz viel um dieses Abgeben, umarme dich, sei bei dir, sag, okay, ich akzeptiere das jetzt, ich akzeptiere dich, die Situation, was auch immer, das Thema. Und ich gebe es jetzt auch ab. Ich lasse es los. Es ist nicht jetzt nur meins, ja, sondern ich schaue nach meinem Anteil in der Situation, Beziehung. Und bringe mich in die Ruhe, in den Frieden, in die Balance, akzeptiere, lasse los und bleibe aber trotzdem im Herzen offen. Ja? Und lasse auch jetzt mal hier das Göttliche, das Höhere wirken. Ja? Dass wir auch mal auf die Seite treten und wirklich sagen, genau, hier, ja, ich lasse jetzt auch mal hier das Göttliche, das Höhere und die Engel, ja, hier die geistige Welt wirken, arbeiten, damit sich das in die eine oder andere Richtung dann bewegen kann, ohne unsere Einmischung, genau dieses Nicht-Einmischen, ja. Wow. Das sind mal ganz, ganz spezielle Botschaften, finde ich, in dieser Woche. Somit danke ich dir für dein Dabeisein. Sei gesegnet, Maramé. Wünsche dir euch allen eine wunderbare Woche und ja, sage Tschüss, bis bald, bis zum nächsten Mal.